Kom, wir gehen die Küchsle. Nein, das dürfen wir doch nicht. Mal, komm, wir gehen nämlich heute ins tiefe Meer runter. Also du auch? Ja, sicher. Hast du Badhosen dabei? Oh, nein. Hä, ja, dann kannst du einfach so. Die Fähle geht auch. Also, ich kann gerne fischen. Was, du hast gerne fischen? Also, ich kann gerne Fischstäbli. Du, aber die können dann nicht mehr schwimmen. Also, ich habe noch nie ein Fischstäbli gesehen schwimmen. Aber weißt du was? Vorletzt habe ich einen Fisch gesehen. Aha, ew. Und nachher hast du ihn gegrüßt. Ja, klar. Ich habe gesagt, hi. Und nachher ist er ganz schnell davon geschwommen. Hättest du auch lieber so ein Hallo sagen? Ja, der hat gemeint, das kommen Haifisch, du. Und hat es weitergesucht. Aber du weißt was? Wir sind hier eigentlich nicht zum Laufen. Du, wir sind nämlich die Müsli-Band. Also ich bin das Müsli und du bist die Band? Nein, eine Band ist, man denkt zusammen. Also, oh ja genau, excuse. Wir sind die Müsli-Band und wir gehen jetzt gerade ins Musenloch und machen lustige Musik. Ich will aber coole Musik. Muss immer stören, ich will lustige Musik. Hey, machen wir lustige, coole Musik, so komm jetzt. Excuse, wir wollen nicht stören. Also, warte, ich komme. Oi. Ich komme gerade. Also, fang an. Ja, ich fang ja an. Kasperli, bist du bereit? Ich bin bereit. Ciao zusammen. Herzlich willkommen zum Kasperli-Theater Gwundernäsli. Die Augen auf und die Ohren gespitzt. Und viel Vergnügen. Oh, die Schlechtschengel zieht von oben, fährt schon an. Ich bin noch nicht ganz ready. Wo habe ich mein Täschli? Ah, da ist es Natatöterli. Oh, aber noch nicht anfangen, wartet auf mich. So, da wäre ich. Hui, die fängt aber dann die Musik durch. Die Schlechtschengel zieht von oben. Also, dann wollen wir doch gerade zusammen anfangen. Seid ihr bereit? Ja! 1, 2, 3, 4. Tri, tra, tra, la, la. Tri, tra, tra, la, la. Der Kasperli ist wieder da. Der Kasperli ist da noch einmal. Tri, tra, tra, la, la. Tri, tra, tra, la, la. Der Kasperli ist wieder da. Der Kasperli ist da. Juhu! Das hat jetzt aber gefackt, hä? Die Musik könnte man langsam abstellen, weißt du? Müslis, Müslis, hoho, Botschlechtstängel-Zipfeltüten. Danke, liebe Müsli. Wow, so cool, dass ihr alle da seid, liebe Kinder. Ich bin Natatöterli, der Kasperli, aber das wisst ihr ja auch schon. Und ich habe mich mega extremstens wahnsinnig fest auf euch gefreut. Wow, aber am Anfang frage ich ja immer etwas, die lieben Kinder. Und Natatöterli frage ich immer. Liebe Kinder, seid ihr alle da? Ein bisschen habe ich etwas gehört, aber das geht doch sicher noch gerade ein bisschen lauter. Ich frage noch einmal. Liebe Kinder, seid ihr alle da? Potschleckstängel und Zipfeltüten, jetzt habe ich euch aber verstanden. Also, liebe Kinder, heute gibt es wieder eine gute Nachtgeschichte. Mit dem Kasperli und heute noch gerade mit dem Tintenfürzler. Was wir denn da alles für ein Abenteuer erleben. Achtung, tief Luft holen und tief ins tiefe Meer runtertauchen. Also, viel Vergnügen. Bis später, Peter. Au Reservoir. Viel Vergnügen. Bei guten Nachtgeschichte, die heisst der Kasperli und der Tintenfürzler. So ein lustiger Name. Tschüss zusammen, au Reservoir. Bye bye. Tschüss. Wow. Oh, wow, wow. Ein bisschen kalt ist es hier im tiefen Meer. Achtung, muss Anlauf holen. 1, 2, 3. Wow. Oh, wieder ein ist im Teufelmeer. Ist das schön. Eine kleine Abkühlung braucht es manchmal, vor allem, wenn es draussen heiss ist.
Oh, ich habe mein Käppchen gerade angehalten und mein Kleidchen. Ich dachte, ich hätte vielleicht etwas wärmer, aber es ist gleich noch fein, ein bisschen kühl. Ein Kotten kälter im Teufelmeer. Ein Kotten kälter, das war gut, oder? Wow! Oh, im Teufelmeer gefällt es mir. Ich musste ganz fest Luft holen. Ihr seid sicher auch die besten Taucherkinder. Also, ich bin der beste Taucher und sogar der Schwimmer. Also, ich habe sogar schon 2-3 Abzeichen gemacht vom Schwimmkurs. Dir vielleicht auch. Wow, schön ist es da, man kann tauchen. Und das Wasser ist so schön weich und fein. Und blätterlt manchmal gerade ein bisschen. Wow, ist da hinten jemand? Hallo? Uhu? Hallo? Bonjour. Oh, bonjourli, ein Franzose. Oh, Gasperli, ich habe ein Problem. Was hast du für ein Problem? Gasperli, ich bin der Tintenfisch Tintenfürzler. Oh, Tintenfürzler, warte schnell. Oh, uiuiui, was? Oh, bist das du, was so fürzelt? Oh, excuse, Gasperli. Je m'excuse, Gasperli. Oh, warte schnell. Oh, Hilfe! Was? Oh, das stinkt doch. Das schmecke ich ja sogar unter Wasser. Oh, Gasperli, eigentlich heissen die Tintenfisch Oktopus. Aber in einem Moment sagen mir alle Tintenfisch Tintenfürzler, weil ich so schrecklich muss furzen. Oi. Ja, du bist schon ein kleiner Fürzler. Also weißt, wenn ich den Seegalben fürzeln muss, wenn ich abends zu viel Maiskolben esse, sagt abends Grösseli Kasperli, du solltest nicht so viel Maiskolben essen, dann tue die mir raus Kanäle. Die kleinen gelben Kügelchen. Oh, Gasperli, niemand will mit mir spielen, weil ich immer so schrecklich furze. Ja, du, also das war jetzt also schon gerade ein bisschen geil. Du, und blätterlet hat es dir auch noch dazu. Also mir passiert es manchmal auch, dass ich ein bisschen fürzle. Also das Grösseli hätte ich aber nicht gern, wenn es zu viele Bremsspuren in der Unterhose hat. Hallo, das passiert mir zum Glück nicht unter das Meer. Oh, was ist denn da? Oh, das ist mein Futter. Was, Futter? Nein, das ist Abfall. Ja, du, also Tintenfürzler, Oktopüssler. Kannst du jetzt auch den Dreck essen, da hier? Das ist ja Plastik, ja sogar ein Käppchen. Oh ja, das Käppchen ist ein bisschen zäh. Kannst du doch nicht ein Käppchen essen? Das setzen wir uns auf den Kopf, so wie mein Zipfelkäppchen. Oh, oui, ist ja gesehen. Aber Kasperli, das liegt hier an dem Meeresgrund. Und vielleicht ist das zum Essen? Nein, das sind eben die Leute, die alle Abfall und alle Dreck ins Meer schiessen. Tintenfürzler und Plastik. Also, wir waren das nicht, gell, Kinder? Nein, ich war es also gar nicht. Das Grösseli, mein lieber Grösseli, wisst ihr was, Kinder, hat mich nämlich so dressiert, dass ich Papierli und den Abfall gerade in den Abfallkübel schiessen. Oh, ehrlich? Ah, und das ist Abfall? Ja, das ist nicht Futter. Es sieht vielleicht aus wie Seegras, weil einfach ein bisschen grünes Zeug ist drüber gewachsen. Aber das kannst du sicher nicht essen. Oh, Gasperli, darum muss ich vielleicht fürzeln? Ja, klar, wegen dem musst du fürzeln. Pff, ui, oh, hat mich gerade wieder fast hinterher gejettet. Aber warte schnell, ich habe die superigste Idee. King und ich sind nämlich die weltbesten Aufräumer, gell, Kinder? Oh, aufräumen? Was ist aufräumen? Warte schnell. Kommen die Kinder, helfen mit. Wir machen hau, ruck, hau, ruck, hau, ruck. Oh la la. Gasperli, komm schnell mit. Ich habe da noch etwas. Oh, wow. Oh, du, warte schnell. Das ist ja super. Das sind Abfallköbel. Abfallsäck. Oh, hast du alles schön verpackt? Alles schön verpackt. Warte schnell, bring schnell die Oberfläche. Oh, Gasperli, warte auf mich. Ja, ich bin schon wieder da. Alles schön in Sicherheit bringen. Oh, Gasperli, weißt du was? Ich glaube, ich muss nicht mehr fürzeln. Ja, und ich kann besser schnuff und ich habe gar keinen Bauchweh mehr.
Ja, super! Du bist ein Lappi, du hast Abfall gegessen. Das darf man doch nicht. Oh, das weiss ich nicht. Es ist ja nicht angeschrieben, nicht essen. Apropos, ich könnte ja gar nicht lesen. Also, ich kann das schon ein bisschen lesen. Du. Vor allem Kasperli kann ich lesen. Oh, Kasperli, oh, ist das ein Geschenk, dass du uns besuchen. Ja, sehr gern. Also von jetzt an heisst du nicht mehr Tintenfisch, Tintenfürzli? No, von jetzt an heisst es nicht Tintenfisch. Tintenfurz hätte ich mal gesagt. Tintenfisch Oktopus. Oktopus oder Autobus oder Oktopus? Oh, oui, Kasperli. Oh, du bist meine Freundin, Kasperli. Wunderbar. Oh, ich fühle mich so viel besser. Das freut mich aber. Ich komme zwischendurch zu dir spielen, Oktopus. Aber jetzt muss ich schnell Luft holen. Oh, oui. Merci beaucoup. Sagst du das große Gruß? Ja. Au Reservoir, will ich's grad sagen. Merci beaucoup, Gasperli. Merci beaucoup. Tschüss. Hui, Kinder. Jetzt muss ich aber schnell wieder Luft holen. Und nachher kann ich schauen, wo das Gröseli ist. Die ist vermutlich irgendwo unter dem Liegestuhl, unter dem Sonnenschirm und auf dem Liegestuhl. Oh, aber jetzt muss ich schnell Luft holen. Achtung. Eins, zwei, drei. Schu, schu, schu. Oi, oi, oi. Oh, Gröseli, jetzt muss ich dir erzählen, was passiert ist. Oh, Kasperli, du bist einfach unglaublich. Oh, oh, jetzt kommt schon wieder die Musik. Also, Kasperli, und ich bin schon wieder nicht parat. Warte schnell, ich muss noch heute mein Käppli anlegen. So, noch ein bisschen mein Frisürli machen. So, da wäre ich. Aber jetzt ist es leider so, liebe Kinder, wenn die Musik halt jetzt noch einmal kommt, bad Schlägstäng und Zipfelkappe, ist das Kasperli-Theater schon vorbei. Es hat gefällt mit euch. Es war cool. Ihr seid ein Hammer, ultimativ super Publikum. Also, das singen wir doch noch grad mal. Es geht fast gleich wie am Anfang, nur ein bisschen anders. Achtung! Eins, zwei, drei und drei, tra, tra, la, la, drei, tra, tra, la, la. Bierenschnitz mit Zuckerguss, für jetzt ist aus und Schluss die Bus. Drei, tra, tra, la, la, drei, tra, tra, la, la. Bierenschnitz mit Zuckerguss, für jetzt ist aus und Schluss die Bus. Also, es war cool mit euch. Merci vielmals fürs Kommen. Tschüss. Bye, bye. Au reservoir. Adios, muchachos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Wow, danke vielmals, dass ihr die gute Nachtgeschichte schauen konntet. Und jetzt wünsche ich euch noch ein Tüterli, eine wunderbare, schöne, ruhige Nacht. Dass euch nichts stört, dass ihr nicht hüsteln müsst. Und einfach gut könnt schlafen und etwas Schönes träumen. Oh, warte schnell, da brauchen wir noch das Gröseli. Gröseli? Gröseli? Was ist Kasperli? Weisst, die Kinder müssen jetzt pfipfab, pfipfab, füßeln wieder Kasperli. Und du kommst doch auch noch bei mir ans Bett. Und wir tun doch auch noch manchmal zusammen beten oder etwas singen zusammen. Also Kasperli, genau, das könnten wir gerade machen. Alle zusammen. Also Kasperli, du hängst zusammen, Däugli zu. Danke, lieber Gott, für den schönen Tag. Und danke, Harry, dürfen gleich tauchen. Und da habe ich den Tintenfürzel getroffen. Also der heisst jetzt wieder Oktopus. Und merci, dass wir immer dürfen Feins zu essen haben und dass wir nicht müssen Abfall essen. Amen. Ah, das war jetzt aber ein lustiges Gebet. Ich muss dir dann noch fertig erzählen, Gröseli, was ich alles erlebt habe unter dem Wasser. Also, das ist gut, Kasperli. Also, jetzt geht ihr aber gleich füßeln und du dann auch. Und euch wünsche ich eine gute Nacht, liebe Kinder. Tschüss. Tschüssli, au reservoir. So, komm, Kasperli, also, erzähl mir die Geschichte noch fertig mit dem Tintenfürzler. Gröseli, also, jetzt musst du zuhören.